Ich suchte ihn, doch er entschwand. Ich griff nach ihm, doch leer die Hand. Halt mich nicht fest, bedenkt, ist nur geschenkt, wenn du ahnst mein Gesicht. Ich gehör dir nicht. Ich suchte ihn und hielt ganz still. Ich ließ mich nieder, wieder und wieder. So saß ich dort, geneigt im Bad. Zu seinen Füßen sah manches zerfließen. Der Song ist halt auch ein Ausdruck, wie dein Berufungsweg wahrscheinlich war, ja, oder was er in deiner Ordensberufung gemacht hat. Und wie lang bist du schon Klosterschwester? Seit ungefähr 10 Jahren bin ich in meiner Gemeinschaft. Okay, das ist schon eine sehr lange Zeit. Aber ja, das Lied, bin ich im Nachhinein erst drauf gekommen, drückt komplett meine Berufung aus, im Sinne von unsere Spiritualität ist Kontemplation und Aktion. Und der Refrain bildet eigentlich ein Gebetsleben ab. Ich glaube, wir es viele empfinden, aber vielleicht nicht immer in Worte ausdrücken können oder wollen. Und der Sprechgesang ist eigentlich so dieser Tatendrang, diese Aktion, die daraus entspringt. Ja, unser Leben ist zu kurz, um es nur für uns selber zu vertun oder zu verwenden. Mein Jesus, Barmherzigkeit, schenk mir Beharrlichkeit. Lehr mich schweigen, bei dir bleiben, auch wenn. Also mich hat dieser Song besonders berührt, muss ich sagen. Vor allem auch bezüglich des Textes. Was ich auch super finde, ist vor allem, sind diese gesprochenen Abschnitte dazwischen, die dem Ganzen immer mehr, sag ich mal, Spannung und Intensität verleihen. Ich fand es auch vom Aufbau her irrsinnig schön, ich sag mal, komponiert, auch vom Text her. Danke. Und der Schluss hat mich auch besonders beeindruckt, wenn das so ganz in sich gekehrt, von sich überzeugt, wie wenn man wirklich etwas gefunden hat. Und ja, da war ich ganz hin und weg. Und am Schluss ist mir auch noch aufgefallen, wie du lautmalerisch dieses im milden Schein der Garten, das Schweigen dann weggelassen hast. Und das war nochmal so ein bisschen, kein Eyecatcher, aber etwas Besonderes zum Zuhören. Also für mich war das jetzt ein Song, der, auch wenn man ihn öfter hört, immer noch gibt es was zu entdecken. Und das fand ich wirklich ganz spannend. Großes Kompliment. Schweigen und warten, bereit für seine Majestät. Mich hat sehr bewegt diese Melodiephrase, im milden Schein der Garten schweigend und wartend. Also das war, finde ich, im ganzen Lied eine Phrase, die sehr, sehr catchy ist. Vielleicht alles, was schon positiv gesagt wird, ich finde einfach schon allein, dass du dieses Lied geschrieben hast, zeigt auch ein bisschen, dass du das wirklich auch lebst. Also du kommst auch hier als Ordensfrau und man merkt auch, das, was du hier performt hast, das lebst du auch, das macht es auch sehr authentisch. Den zu suchen, deine Rufen mich lockt. Welches Ackerfeld ist bestellt, in welchem Weinberg werde ich gelehrt? Verlorene finden, Wunden verbinden, Trauernde trösten, Freude verschenken, dass die Menschen an dich denken, auf dich schauen, deiner Liebe vertrauen. Ich suchte hin und fand das Glück, ich blickte hin und mich zurück, dein göttlich Blick liegt bloß, war stark und groß, bin nicht würdig, nicht rein, dein Eigentum zu sein. Ich suchte ihn, er zog mich an, der leise Drang, sein Ruf heran. Ich bin immer mit dir, vertraue mir, erst hab ich dich geliebt. Lass zu, dass meine Liebe siegt. Im milden Schein der Garten. Bereit für seine Majestät. Es gibt kein zu früh, kein zu spät.
Es gibt kein zu früh.